So, jetzt als Introduction. Willkommen zum Join Dota League Season 3 Division 5-6 Playoff-Spiel zwischen Schönes Ding und Rasta Owl. Zurzeit ist Rasta Owl, okay, nennen wir sie Owl, 1-0 vorne im Best of 3. Und wir werden sehen, ob sich das dieses Spiel ändert. Mit mir dabei ist Vinu als Co-Caster. Hallo, Vinu. Sei gegrüßt. Hey, ich hab dafür lange überlegt. Ja. Bei denen spielt Red Knight mit. Weißt du eigentlich, ob der im Standardteam von denen dazugehört? Wer hat da Herr So, Herr Sisterson? Okay, der Herr Sisterson ist kurz AFK gegangen. Das heißt, das kann hier nur gut laufen. Da sowieso niemand den Stream schaut, rede ich jetzt eigentlich mit mir selbst. Weil man ja oft sagt, dass intelligente Leute mit sich selbst sprechen, dabei dadurch ist das natürlich nicht schlimm. Muss ich nur noch lernen, wie man spricht. Geht das auch klar? Oh. Joa. Okay, der Dread Knight ist eigentlich nicht bei denen im Team. Er hat vor 58 Tagen sein Team verlassen, das ist doch mal interessant. Kann man hier mal ein bisschen Background-Information reinbringen? So, jetzt wieder da. Der gute alte Dread Knight hat sein altes Team verlassen, vor 2 Monaten, und spielt jetzt dort als Stanton. Ist das nicht rührend? Ja, er spielt auch bei den The Chosen Ones als Stanton. Am Sonntag im ESL Weekly Cup habe ich den schon kennengelernt, wo sie ins Finale gegen Bondoctors kamen und da ganz knapp unterlegen sind, als er doch ein Best of One war. Ach, hat Bondoctors da was gewonnen? Ja, den ersten Platz. Mehr auch nicht. Was bringt der den? Den ersten Platz hauptsächlich. Es gibt, glaube ich, da nichts zu gewinnen. Das ist natürlich super. Naja, dafür ist es halt auch nur ein Tag. Du musst irgendwie deine 4 Spiele gewinnen, von denen 2 oder 3 fast Insta-Wins sind, weil du halt alle möglichen Teams da drin hast. Kannst du das auf meinem YouTube mal angucken. Das erste Spiel ging 3 Minuten. Mit Wisp, Bloodseeker und irgendwelchen komischen anderen Dingen und Draw Ranger. Kann man machen? Das kann man nicht machen, nee. keine Wards, keine Sentries, kein Smoke, kein Nichts. Und irgendwie Wisp hat First Item, Ring of Regeneration gekauft oder so und dann, ja. Ey, mir ist es nur aufgefallen, weil mich hat auch jemand drauf angesprochen, diesen Dread Knight, den sieht man ab und zu mal, wenn man so ein paar Lower Games anschaut. Lower Games im Prinzip in Bezug auf Pro Games, meinst du? Ja. Oder wie genau kann ich die Lower Games verstehen? Ja, halt so, Tier 4 Teams. So in dem Dreh sieht man den öfter mal Stanton machen für zahlreiche Teams. Ja. Na gut, was haben wir hier? Was sehen wir hier? Bisher erstmal noch. Tatsächlich nichts Besonderes, außer dem Bane, der auch sehr interessant hier ist. Ja, ist ein guter Razor-Counter, in der Theorie. Ja, in der Theorie, ja, wenn er weit genug wegsteht, um nicht vom Man of the Storm zerrissen zu werden. Aber ja, ist auf jeden Fall mehr in Richtung Pickoffs. Vielleicht wird das dann hier ein kürzeres Spiel. Und dieser Brewmaster, für ein schönes Ding. Ist auf jeden Fall einer der besseren Heroes von SD, finde ich. Aber ja, ist auch ein ziemlich guter Held, muss man auch dazu sagen. Radiant Team Band.
Ja, Morphling gebannt. Sehr schöner Respekt, Ben, hier. Schön zu sehen. Disruptor. Ist aber auch so ein starker Pick gegen die beiden. Von daher kann man den auch so mal bannen. Ja, und die Mirana ist okay. Mit Bane sowieso. Auch ein relativ kopfloser Ban. Also ein relativ Insta-Ban. Ja. Also Strategien oder irgendwelche Strategies würde ich jetzt hier noch nicht ableiten, oder? Das ist noch zu generisch. Ja. Von daher, ja. Mal schauen, was sich so ergibt. Weiß nicht wieso, aber ich stalke gerade den guten alten Herrn Dreadknight. Ich habe herausgefunden, dass es ein Set gibt, was Dreadknight Set heißt. Ja, bestimmt. Ich glaube, es ist für Dragon Knight. Nee, es ist für Wrath King. Oh. Oh. Ja, Dreadknight ist ein bekannter Name aus dem Rollenspielgenre. Oder eine bekannte Typisierung von Ding. T2 Knight oder so, oder T3 Knight. Im Endeffekt. Und Witch Doctor. Bane Witch Doctor. Gibt es da eine Synergy, die ich nicht kenne? Nein. Ja, okay. Nur, dass ich es weiß. Silencer. Hm. Ah, Silencer ist ein guter Pick. Kann sowohl Witch Doctor als auch die Bane Ulti instantes stoppen. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr guter Pick geben gegen. Man muss halt ein bisschen darauf achten, dass man jetzt nicht nur in das Counterpicking umfährt, sondern noch ein bisschen auf seine Synergy achtet, weil bisher haben Brewmaster, Razor und Silencer null Synergy zusammen. Das stimmt. Müssen natürlich halt beide fett werden. Vielleicht aber der Tornado vom Brew mit dem Razor Link. Ja, ich glaube, dann hört's auch schon auf. Ja. Und das ist sowieso der Punkt, wenn Razor und Brewmaster zusammen rumlaufen, ist das Spiel sowieso schon so weit, dass es nur noch auf Teamfights hinausläuft. Die beiden sind ja doch eher Eigenbrötler. Oder Eigenbrewer. Touché. Ja, ist halt auch. Also Fiendscript und Deathward sind halt relativ einfach vom Brewmaster doch irgendwie mit Tornado und Stun abbrechbar. Da bin ich mir ja nicht sicher, außerdem kommt bestimmt noch irgendein Stunner dazu. So gerne ich auch Patchpicks sehe. Ich sehe auch nicht, wie das funktionieren kann, außer mit Nightmare into Hook, aber. Oh, Spaß. Ich glaube, die denken sich, lass uns einfach so viele Heroes picken, die scheiße gegen die Silencer Ulti sind, dass wir schnell verlieren können und nochmal spielen. Du meinst, es war so First Pick Razor, okay, wir haben keinen Bock mehr, wir picken jetzt nur noch scheiße. Die haben halt schon wieder einen Hero, der gecountert wird, von Silencer reingepickt in den Silencer. Naja, so häufig ist die Wahrscheinlichkeit aber auch nicht, dass ein Fiendscript, ein Deathboard und Dismember gleichzeitig ist. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sobald der Fight beginnt, der Bane Fiendscript unter der Patch hookt und dann einfach ein Silence kommt und dann kein Follow-up da ist. Das stimmt. Zumindest ist das der Plan, ja. Dann brauchen sie halt irgendwas, was dann noch dagegen hält. Irgendwas ein Teamfightiges noch, oder ja, was vielleicht auch die Pickoffs überlebt. Also, die Lane muss stark sein. Die werden jetzt wieder einen Hard Carry holen. Also, Team Owl, heißen die irgendwie so. Die werden jetzt einen Hard Carry holen, weil ich glaube, das trifft ihren Style am besten. Und die haben auch dieses 4 Protect 1 Lineup ist wieder stark mit den 4 Heroes. Die haben zwei relativ defensive Supports. Mit einem Early bis Mid Game Mitte und einem Mid Game bis Late Game Offlaner. Also, wenn man da wieder 4 Protect 1 anbringen will, wäre es gut. Wobei man dann natürlich schauen muss, dass man nicht von diesen gegnerischen Picks überrannt wird. Was bisher sehr wahrscheinlich ist. Ja, Brewmaster, Razor haben das so an sich, einfach nur durchzulaufen. Skyrift genauso.
Tja, okay, das heißt, Old braucht noch einen Hardcarry und SD braucht noch einen Offlaner, oder? Ich bin ein großer Fan von Spectre in diesem Spiel. Für Ol? Könnte klappen. Vielleicht. Ja. Es könnte aber zu spät werden dafür, oder? Also dann haben sie halt schon wieder Man muss einen, halt schauen, Spectre ist halt scheiße gegen Razor und Spectre ist scheiße gegen Brewmaster. Spectre ist eigentlich auch nicht so geil gegen Silencer. Aber Spectre ist cool. Ja. Chaos Knight. Okay, das ist noch viel cooler. Iron Jesus. Also CK meines Erachtens nach sehr underrated. In dem Lineup vielleicht echt relativ scheiße. Warte mal, die sind leider Radiant. Das ist schade. Die haben eigentlich ein recht gutes Dire Lineup gedraftet. Also, wenn, dann sollte man dieses Lineup auf Dire stellen. Ja klar, Tidehunter und Ancients. Ja. CK. Ja, ist halt CK. Sowas. Entweder klappt gut oder klappt gar nicht. Ja, das stimmt. Aber auf jeden Fall, jetzt haben sie halt auch lange Stunts. Und Nightmare und den Chaos Bolt, der in Tohuk enden könnte. Oh, ja. Aber dieses Switch Doctor Chaos Knight habe ich ja schon bei den Born Doctors gesehen. Also es wird wohl gespielt. Aber ich glaube, das war eigentlich keine besonders gute Synergy zusammen. Das war eher Witch Doctor Faces Void und dann Chaos Knight als Carry. Weil Chaos Knight als Carry. Als Pocket Strat von denen. Aber ich bin auch gespannt, wie es läuft. Also die haben halt auch sehr, sehr viel Snowball-Potenzial. Ja, und Wraith King, ja. Das ist doch relativ stabil. Und Support Wraith King. So wie es scheint. Oh. Harry Silencer finde ich hier nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist ja ziemlich schnell tot, ne? Ziemliches Opferlamm. Den Wraith King Pick echt nicht so toll. Die hätten was gebraucht, einen Last Pick, der Illus clearen kann. Haben sie nicht geholt. Na ja, gut, in den Support Line wäre das vielleicht gewesen, ne? Andererseits ist Line halt auch nur gegen zwei gute Supports. Ich hätte den Silencer Support gestellt. Und dann irgendwas Carry-mäßiges mit AOE. Pick. Oder ein Sven einfach. Einfach rawr, gegen den Chaos Knight. Wäre ein cooles Matchup. Nein. Ich glaube, das ist nicht gut für Sven. Ja. Nee. Naja, kann man nicht sagen. Anton sind halt beide gegeneinander irgendwie auf dich. Und erstmal Pause. For no reason. DDoS. Das ist DDoS. Glaube ich nicht. Ich will auch mal gedidost werden. Oh, irgendwann bist du berühmt genug, dass sich irgendwelche Leute didossen. Hoffen wir mal. Na gut, auf der Seite von SD haben wir Wobbs Diesel in der Mitte auf dem Brewmaster. Foxer, der das Ganze. Wait, Foxer? Okay, sie haben geswappt. Und damit ist es wohl doch ein Carry Wraith King. Ein Razor. Um die Gegner zu verwirren. Ja, ein Razor, der Safe Lane geht. Und ein Aggressive Trilane mit Ron Whistle auf dem Skyrath Mage und Spinnert auf dem Silencer zusammen. Also bei uns hat's geklappt. Schauen, ob's bei den Gegnern auch klappt. Darf die dann nicht nochmal nachschauen. Gerne die Olds vorstellen. Kannst du ruhig machen. Okay, die smoken jetzt schön erstmal damit, von daher muss ich jetzt sowieso da hingucken. Daher haben wir jetzt erstmal alleine Dreadknight auf dem Chaos Knight, wer hätte es gedacht? Passt sehr gut. Fucking Owl auf dem Witch Doctor, Monster auf dem Patch wohl in der Mitte. Tidehunter, Smurfing Bird. Ein relativ coolen Set. Mit dieser komischen Alge auf dem Kopf. Und DM God zu guter Letzte auf dem Lane. Smurfing Bird gar kein Smurf ist. Ja genau, es ist ein Insta-Smurf-Account, dementsprechend direkt gebannt. Direkt nicht allowed. Bei Dota ist jetzt zum Glück alles allowed. In der Starladder nicht. Beispielsweise, Starladder hat einen richtig üblen Regelsatz, sowas wie nur Captains dürfen All-Chat benutzen und sowas. Sonst gibt's Punkte. Deshalb ist Starladder ja auch scheiße. Naja.
Also du musst halt sehen, es ist eine Russenliga. Und Russian Dota, Doto kennst du vielleicht aus dem Pub. Da musst du so Dinge sagen wie, ihr dürft nicht flamen, weil sonst... Ich kenn's traurigerweise nicht nur aus dem Pub. Komplette russische Dota-Turniere sind schlimm meistens wegen den Admins. Aber die meisten, manche haben schon gute Admins, die auch ähnlich. So, Wops CZ First Blood oder nicht? Was denkst du? Zu 80% First Blood. Weil der Typ auch First Blood ist. Andererseits. Gott, das war extrem schlecht exekutiert. Oh Gott, aber er wird trotzdem First Blood. Ja. Gut gemacht. Patch geht beinahe noch down. Müsst ihr jetzt aber eigentlich Ich glaube, ich hab's ihm sogar mal in Person gesagt, dass er nicht auf die Lane wirklich aggressiv gehen soll. Dass er die gegnerischen Support sieht. Naja, aber musst aber auch sagen, dass zurzeit. Also er stand halt oben auf. Ja, aber immer noch auf der Treppe. Bei den Creeps. Zu aggressiv, wenn er die gegnerischen Support noch nicht sieht. Hm. Ja. Entweder hab ich ihm das gesagt oder dem Arcool. Auf jeden Fall. Hab ich einen von dem schon mal gesagt. Na gut, sie gehen hier auf Chaos Knight. Mal gucken, ob der Damage reicht. Oh, schöner Dodge hier. Nightmare Dodge verhindert das Schlimmste und 2-0. Die Trailern wirft SD zurück. Ja, und ich glaube, Brewmaster ist jetzt gerade ein bisschen von dem Early First Blood doch etwas zurückgeworfen, wie man den Last jetzt sieht. 9-2. Nicht so pralle. Tidehunter auf der Top-Lane gegen Razer. Hat natürlich Razer eine easy Lane. Die Frage ist halt, wie die anderen Lanes laufen. Und die Tri-Lane sieht nicht so toll aus und die Mitte sieht... Ja, sollte sich eigentlich stabilisieren, aber man weiß es nicht. Moment, wer ist... Okay. Also anscheinend wird es doch ein Carry-Silencer. So wie ich das hier in den Items am Wraith King sehe, wird das wohl kein Carry Wraith King. Ah ja. Ja, die Mitte. Ja, aber natürlich, ja, der Foxer spielt ja den Carry dann. Das ist ja klar. Naja, dachte ich aber auch, aber Item-wise sieht das nicht so aus, oder? Ja, der Foxer spielt doch den Wraith King. Ja, ja, aber ich glaube nicht, dass der Wraith King hier der Carry ist, oder? Oh! Oh, warte. Weil der Silencer holt die Last jetzt. Ja, und der hat vielleicht doch nicht so die Carry. Ja, okay. So, Carry. Patch Invis. Oh. Das wird spannend. Oh, das. King Secret gegen Navi wird mal wieder gedidost. Ja, okay. Wraith King ist down. Und, ne, mehr kriegen sie nicht hin. Oh, ganz knapp. Reality Rift hätte beinahe noch getroffen. Aber nope. Würde ich ja fast sagen, geht noch fast noch gerade mal so gut. Ein Invis Patch mit Inner Aggressive Trailing dagegen hätte schlimmer kommen können, wenn die weiter vorne wären. Aber die Lane läuft gerade relativ gut dafür. Dafür läuft Top auch ziemlich gut. Ja, 12-4. Erst recht, weil der Tidehunter auch noch pusht. Hm. Ja, wobei der eine ziemlich coole Klinge für Tidehunter hat. Oh, nach ja. dem Game mal anschreiben, ob er sich tradet. Jo. Outzoning auf der Toplane. Dann Mitte ist halt auch relativ normal. Hat sich jetzt in den Last jetzt natürlich stabilisiert, weil Patch ganken war. Die aggressive 2 funktioniert. Ja, Brewmaster kriegt die Rune nicht. Wird ihm weggesnappt. Bonk. Die aggressive 2 klappt erstaunlich gut. Die beiden Supports sind auf 0 Casted und der Carry auf 6. Ja, das. Aus der Hinsicht ist es halt schon relativ gut. Sie haben halt 2 Kills abgegeben, aber dafür, was halt rausgekommen ist, 2 Kills auf den Support Wraith King ist halt nicht so viel, ne? So, Bane. 3 Sentries. Bin ich mal gespannt, ob sie den Ward finden. Der Ward hält noch 1,5 Minuten. Okay.
benutzen hier den Kurier zum Scouten, findet aber nichts, von daher wird es jetzt eingeschränkt. Aber erstmal, ne, geht noch kein Go. Oh, top könnte der Tide jetzt sterben. Ja, mal gucken, wie weit wenn es... Oh, schade. Nee, könnte trotzdem noch reichen. Ah, okay, Stick Charges und ein Hit. Ah, reicht noch nicht. Ja, hätte er weiter gedived, wäre er gestorben. Ja. Knapp. Aber ja. Ich hatte halt genau um... Ne, nicht um 17... Ich weiß nicht, doch um 17 Uhr hatte ich halt genau dieselbe Gelegenheit. Razor gegen Tide of the Offlane. Und lief es genauso weiter. Und dass er da halt gedived ist und den Kill bekommen hat. Also Déjà-vu. Tide hat die Lane gewonnen, oder so? Nee. Nee, Razor. Wurde halt ständig gedived. Der Tide. Ach so, und der... Mit dem ah, Link. Okay, der Tide ist gestorben. Genau. Ist halt gestorben, ist halt gelinkt und dann einfach durch den Tower durchgelaufen. Oh, aber top, der Razor stirbt. Was? Seriously? Er hat sich gerade eine Scythe gegeben und dann kam die Ravage. What? Boxer stirbt auch. Oh. Der Red Knight müsste das überleben. Sollte, ja. Überlebt das. Die Frage ist, ob's... Er kommt jetzt noch ein Stun, das wird schlimm. Oh, der Reality Rift einfach ist auch, ja. Bam. Oh ja. Gott, die haben noch alle Lanes gewonnen, jetzt sieht's ein bisschen mau aus. Ja. Schon noch immer gewonnen. Aber auf jeden Fall nicht mehr so hart. Hm. Gut vom Tide gemacht mit der Ravage. Hat er nicht gezögert. Hin. Ja, mal Replay gucken. Mir hat sich die Salve gegeben und dann Ravage und Kill. Ja. I see. Ja. In der Mitte kommt erst dann, ja, Patch. Mal schauen, sollte hier down gehen? Kriegt er die nah hin? Nein, kriegt er nicht. Schön gemacht von Wopsisi hier. Ja, hat er knapp gemacht. Hätte er eigentlich mit dem Storm Thunder Windwalken müssen. Damit den Last zu securen. Ach, so Bonus-Damage kannst du das locker machen, aber er hat sich auf seinen Feuerbrand verlassen und es hat geklappt. Ja. Eieiei. Und Smoke von SD. Vielleicht in die Mitte. Was wahrscheinlich wegen dem Bane nicht so gut klappen sollte. Vielleicht irgendwo anders hin. Aber ja, sie haben auch gesehen, dass sie den Chaos Knight halt eigentlich mit Silence alleine lassen können. Und dann mal schauen. Ups. Well, this is awkward. This is awkward. Ups. Okay, wir haben einen Bane, der kein Mana hat. Dementsprechend haben wir nur noch die SD-Supports. Der Patch wird jetzt dismembern oder der Fairness halber es lassen. Und dann kommt der Stun und der Silence und der Concussive Shot. Von daher sollte das eventuell eigentlich ein toter Patch werden, oder nicht? Ich hab vielleicht aus Versehen auf das X oben rechts geklickt. Kommst du da aus Versehen mal auf das X? Ich wollte auf das Auge drücken. Hm. Wenn du Last Hits siehst. 37 Last Hits auf Patch und 27 Last Hits nur auf Brewmaster. Also irgendwie hat er den Letzt gerade schon richtig wieder aufgeholt. Erstaunlich. Gut, dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt hier in der Mitte. Ich schätze, wenn SD das richtig macht, dass Patch sterben sollte. Kommt drauf an, halt, ob er jetzt das Member macht oder nicht. Das Smart Quickcast an hat, dann ja. Ja, also Quickcast ist jetzt nicht unbedingt nötig. Ich meine einfach nur, ob er das jetzt tut. Das ist ja eine Entscheidung von ihm, ob er jetzt halt nachdenkt und sagt, ich mache ein Go oder nicht. Ich weiß auch nicht, wo die Supports sind. Dafür, dass wir kurz bei denen beide in TS reingehen und eine Motivationsrede starten. Nee, danke. Vor allem haben wir 2 Minuten Delay und ich glaube, die sind schon fertig damit. Nee, sind sie nicht. Ich schaue ja gerade, da fehlt immer noch einer im Teamspeak. Oh. Das heißt, es ist noch 2 Minuten Pause? Oh man. Das dauert ja ewig. So. Oh, da geht's schon wieder weiter. Die einfach weitergemacht. Da so, schauen wir mal, hier hochkommt und dann kommt es dann. Und batz, tot, ja. Ah, jetzt sind sie zu 15 TS. Genau so, wie ich es erwartet hätte. Haben die 10 Sekunden Delay eingestellt anstatt 2 Minuten? Das hoffe ich für die. Nee, wir haben auch am Anfang 2 Minuten gewartet, wo sie gegoat hatten. Also die 2 Minuten Delay sind schon drin. Am Anfang des Spiels mussten wir auch 2 Minuten warten, bis es losging. Echt, habe ich nicht gemerkt. Doch. 10 Sekunden Delay wäre ein bisschen böse. Aber selbst schuld. Brewmaster ist Level 8.
Der ist ja auch noch Level 8. Schauen jetzt, ob er in 2 Minuten noch Level 8 gehen. Radiant's Middle Tower is under attack. Breath King Level 5. Ja, Wraith King Level 4. Hm. Ja, mal schauen. Oh, und der nächste. Ah, deshalb. Der nächste okay. Disconnect. Sehr gut. Das ist schon der nächste Disconnect gewesen. Ah. Falls ich kurz verschwinden muss, ich lock mich aus deiner Counter umspielen. Endscore wird gedidost. Auch der Arme. Tja. Ja, vom Farmen sieht es jetzt besser für SD aus. Von den Kills muss man gucken, allerdings kommen die auch jetzt erst so langsam online. Und in den 6 Kills war irgendwie Patch doch an relativ wenigen beteiligt. 0-2-2 Patch will man ja eigentlich nicht haben. Wann will man Patch denn mal haben? Naja. Macht Spaß. Auf jeden Fall. Und jetzt holen sie oben den Razor. Nightmare into Hook. Er wird doch sterben. Er ist tot. Er hat einfach kein Game Sense da gerade. Und Hook. Okay, das war easy. Die Mineweile unten Silencer hat Witch Doctor geholt. Aber ja, was einfach was lustig. So, Split ist unten bereit, von daher konnten sie hier dann auch ein Go machen. Also das war top gerade echt wie im Bilderbuch. Ja, kommt rein, Garsch tot. Ja, die warten, der Patch hat schon gewartet, bis er dann nach rechts läuft. Dann wartet der kurz, dann läuft er dann nach rechts und dann easy hook. Master Peace kommen hier und SD läuft zurück, ja. Gute Entscheidung. Fox ist tot. Fox ist, glaube ich, tot. Oh, der switcht keine Power Threads, der Dread Knight. Ich bin enttäuscht. Ravage ist online, ansonsten, ja. Hätte man vielleicht noch was machen können, aber. Hat SD auch nicht so viel Mana gerade. Brewmaster 1800 Gold, bald ist es, dass der Blink ist bald fertig. Aber das dauert noch ein bisschen. Ich bin gerade am Überlegen, ob man beim Power Thread Switchen von Reality Rift auch die Strength Threads vor dem Hit rauskriegt. Ich glaube schon. Oder? Kann sein. Ahnung, müsste ich eigentlich aber ausprobieren. Ich weiß nicht, ob Reality Rift überhaupt Mana zieht, wenn du es nicht triffst. Also wenn du noch in der Animation bist. Ja, ja, aber wenn du fertig bist, dann restartet er die Hit-Animation. Ach so, könnte sein. Ja, müsste eigentlich gehen, wenn man schnell ist. Silencer geht auf Midas. Mal gespannt, ob das so funktionieren wird. Blink ist fertig. Und ja. Ja, Midas finde ich hier aber gut, glaube ich. Ja, besonders, ja. Ob der Razor. Okay, der wird er nichts kriegen. Andererseits, Nightmare ist da fertig. Ah, okay, da schnell genug ist. Nee. Er hat halt keine Faceboots noch nicht, deshalb. Er wird wahrscheinlich auch keine Faceboots bauen, wenn er Aquila und so gebaut hat. Sondern eher den Power Threads Mac Build. Kann auch sein, sie haben auch sonst keinen anderen Backbuilder, das stimmt schon. Ist dann jetzt ein Witch Doctor, das sollte ein Kill sein. Ja, ist ein Kill. Auf der anderen Seite haben wir den Silencer, der. Der Patch kommt da auch noch. Patch kommt auch noch, ja. Die Frage ist halt, ob sie vielleicht einfach das schon vorher die Zeit bekommen hat. Zack. Und weg ist er. Der hat kein Mana. Wenn jetzt einfach rauslaufen oder auch nicht, Tide hat Bock da reinzugehen, Tide wird dafür sterben. Nee, kommen wir nicht hinterher, werden geblockt. Deshalb oh, er ist tot. Na gut. Rechnung. Unnötiger Death, aber der hat noch Dismember, der Patch, der kann da turnen. Ja, Brewmaster könnte reinkommen. Bin noch hoch. Hat keine Lust zu dismembern. Oh mein Gott, und der CK skillt seine Ulti nicht, wieso? Und Wobbsisi kann sich nicht entscheiden, oder was ist das? Wobbsisi macht auch nichts.
Ups, sie macht ein Ulti und du läufst dann weg, okay. Oh nein. Questionable. Oh, was ein Hook. Schön. Jetzt wird das Dismember. Das hat er gespart. Der Typ hat's drauf. Oh man, damn place. Schön zu sehen. Top Lane. Wave King hat schon sein Ulti geskillt. Und ist damit hier brauchen. Support kommt aber rein. Von daher könnten sie hier bestimmt was bekommen. Ja, töten ihn jetzt tatsächlich. Jetzt die Wave King Ulti. Jetzt oder nie. Oh, er wartet noch den Thunder, der vernünftig. Ah, und jetzt kommt ja gleich der nächste Stun und das sollte auch ein toter Kill sein. Supports kommen rein, aber sollten sie auf jeden Fall weitergehen. Er entscheidet hier kurz, sich nichts zu tun. Oh, wunderschöne Casts. Und er rettet ihm tatsächlich das Leben. Ah, ich weiß nicht. Sie zögern aber auch immer bei so klaren Situationen. Mit kurz Back und sowas. Oh. Batz. 11 zu 7. Und ja. Ein Massaker bisher. Und jetzt könnte es ein Problem geben. Bane ist drin, Fiend's Grip, schön. Und das besiegt das Schicksal des Skeleton Kings. Ups, und da geht er ein bisschen zu stark rein. Wird jetzt gesandwiched. Chaos Knight kommt auch noch. 1 Sekunde, 0 Sekunden und TP. Ja. Schön gemacht und da rausgekommen. Wir waren wirklich an jeder Stelle der Map, sonst Gegner, die auf ihn gewartet haben. Und Smoke in die Mitte. TPs kommen in die Mitte. Ich glaube, der Bane wurde eventuell gesehen. Oh nein, wurde nicht. Sie machen einfach einen Go. Okay, sie sind alle tot. Oh. Ja, das Cast. Silence. Oh. Sie sind aber auch reingesprungen ohne ein Ulti, ne? Oh. 2 Sekunden vorm Ulti. Und jetzt kriegen sie jetzt dafür die Rechnung. Oh, schöner Dodge mit dem Nightmare. War nicht gewollt, aber hey. Oh Gott, was? Und jetzt ist Nightmare. Was zum. Ups. Also ich glaube, das sollte nicht so sein. Hätte ich den Bane reported. Oh, kann passieren, aber super. Super Fail. Let's go den! Er hat kein Backup, der Typ spielt sowas dann mit seinem Leben. Ja, das hätte ja eben besser auf Fast Seal sein können. Eben wenn er. Ob Steezy hat Blut? Oh, nein doch nicht. Okay. Der Razor wird da gleich. Ah ne, der geht schon weg. Sehr weise. Sehr weise, ja. Haben wir doch dies. Ne, haben sie nicht. Wrath King Skid auf Level. What? Okay. Ja, Wrath King Skid. Wenigstens ja, geht da irgendwas. 50 Damage, na. Ja. Warum und der da zweimal Stats und 0 Punkte in Lifesteal Skid ist natürlich fragwürdig als Support Wrath King. Aber den Fehler habe ich selbst letztens mal gemacht. Das ist auch sehr interessant, dass das gegnerische Team halt irgendwie so ja pushing links so. Ja, es ist halt Pause. Wenn Pause ist, ist Pause. 10 Minuten lang Pause. Können sie nichts gegen tun. Doch, ab 15 Minuten. Ja, ab 15 Minuten, aber halt nicht wegen solchen Pauses. Wenn du halt denkst, ist es Pause. Wie gesagt, ne? Verstehen die das nicht wenn so jemanden brauchen, logge ich mich auf ihren Account und spiele weiter. Ich glaube, das ist völlig legitim. Punk, Punk, Punk. Master kriegt den Bane. Kriegen jetzt wohl auch noch. Oh, schönes mit Structure Ulti. Und tankt einfach das komplette Ding. Oh. Kriegen noch einen Stun raus. Schöner Kill auf den Firefender. Oh, schön. Leider hat er schön noch geblockt. Dick nicht benutzt. Ja, sonst hätten wir wahrscheinlich noch bekommen. Triple Kill für den Razor. Und oh, jetzt kommt der Seeker. Und wird geblockt und der schleicht sich im Block und vorbei. Und der Stun kommt. Oh, what a play, what a play. Das hätte man vielleicht auch locker davor wissen müssen, aber ja, ich meine, der Typ hat dann nicht mehr seine Ulti. Ultra Kill für den Razor. Ich verstehe nicht, warum man seit dem Change keine Ulti mit CK skillen sollte. Die ist so gut.
Naja, es geht hier halt auf Level, also 10 und 11. Ja, es ist mir schon klar, aber es ist einfach dumm. Ja. Gibt's die Ulti jetzt früher mit dieser 50% Chance, dass du da 2 kriegst? Das ist so extrem hart. Okay, das war auch gerade relativ greedy von Foxer hier. Wenn du einen Bane siehst, der Soul Ring anmacht und auf einen zuläuft, weißt du halt genau, was du willst. Und dann sich umzudrehen und zu stunnen, das ist halt schon so okay. Erst recht, weil er eigentlich das Mana braucht, weil jetzt hat er noch einen Stun und dann hat er keine Ulti mehr. Das auch, ja. Hat halt gehofft, dass er ihn irgendwie, wenn er den Stun wirft und er Fiend Script ihn oder so, dass er dann halt die Plays macht. Oh, ein Scarlet Mage. SD hat ein paar Probleme. User left your channel. Naja. Okay, Venu geht jetzt erstmal Flame. So schnell, naja, Quatsch, ja. Ronny fehlt nach 2 Minuten immer noch. Das wird ein längeres Spiel. Tata, der geht auch mal kurz raus, warum nicht, ja. Gut, gucken wir das mal auf die Graphen. Solange bis Venu mich anschreibt, ich soll ihn wieder zurückmoven. 3K Goldvorteil und 4K XP Vorteil für SD. Das ist noch nicht viel. Und außerdem sind noch keine T1 Tower gefallen nach 17 Minuten. Beide Teams haben irgendwie gar keinen Push und hauen sich nur gegenseitig die Birne ein. Sehr lustig zuzugucken. Aber ja, vom Farm ist es halt ein bisschen mehr auf der Seite von SD, aber es ist noch sonst noch nichts zu sehen. Und ja. Mal gespannt. Beide Leute sind wieder online. Und dann kann es ja auch gleich weitergehen. User was moved to your channel. Oh, du bist sogar zurückgemoved, das ist schön. Muss ich ja gar nicht anstrengen. Okay, was sagen Sie? Ich darf da nicht sein. Ach so. Kann ich verstehen. Kann ich nachvollziehen bei dir. Ich wollte denen gerade die Wortposition sagen. Seriously? Nein. Die haben noch nicht mal Worts, das ist ja das Gute. Oder? Nee, die haben wirklich nicht eine Ward. Die wurden dewarded. Na. Venu ist aber kein guter Co-Caster. Ich bin der beste Co-Caster. Du bist der beste, so, ja. Im TS erstmal Channel wechseln und Ward-Position sagen. Ja, war nur Spaß, aber ja. Für den objektiven Zuschauer sah das nicht. Sah das schon so, wait a minute. Gut, dass wir keine Zuschauer haben. Wir haben keine Zuschauer, denkst du? Was haben wir für Zuschauer? Und zwar exakt einen. Cool. Jawoll! Korrekter Typ. Ja, Jodota Lied interessiert nicht so viel. ESL hat ein bisschen mehr interessiert und eben der Starlight auch. Aber ja, um die Uhrzeit spielen die Leute halt lieber selber. Also haben wir schon 11 Uhr am Montagabend. Ist nicht verwunderlich, dass hier die Leute nicht so viel Zeit für finden. Können sie nur. Tja, und sonst. Irgendwie Items. Irgendwie fehlen mir so ein bisschen die Core-Items auf Owl. Auf SD siehst du halt Blinkdaggers, du siehst Midas, du siehst einen Mech. Aber. Auf Owl ist halt irgendwie nichts. Du hast halt wichtige Items, ja. Wie irgendwie den Soul Ring of Bane und die Mana Boots und so, aber weiß nicht, Titan da hat 500 Gold? Wait, okay. Und nicht zum Blinkdagger? Ja. Titan da braucht noch ein bisschen für seinen Blinkdagger. Ich hab angefangen, Clicker Heroes zu spielen. Aber Patch ist gleich zu seinem Blinkdagger. Das wird schön. Ich werde nicht beachtet. Wirst du das nicht beachtet? Ich wollte ein bisschen Smalltalk über Clicker Heroes machen, aber das reicht mir. Ja, mach Smalltalk, du musst lauter reden, damit ich dich auch höre. Okay. Kennst du Clicker Heroes? Nope. Lustiges kleines Spiel.
Kann man nebenbei spielen. Klicken. Aha. Ich kann ja auch im Dota ganz viel rumklicken. Wo ist der Unterschied? Erzähl mir, was Spiel ist. Okay, also du bist da so in einem Level am Anfang. Und da kommen immer Gegner, ne? Der erste Gegner hat so 10 HP. Dann klickst du den weg. Hochklick so, Schaden. Tower Defense mit Klicken oder nicht? Nee. Und okay. Du hast unendlich viel Zeit. Und wenn du 10 davon gekillt hast, kommst du in die nächste Stage. Und du kriegst immer Geld. Und von dem Geld kannst du dir die Krieger kaufen. Der erste, der gradet nur so seinen Klick-Damage an. Und der Rest, der macht dann halt immer so Damage per Second. Dann steigerst du dich halt irgendwie immer weiter hoch. Hab jetzt nochmal neu angefangen und bin wieder auf Stage 135. Und da ist es jetzt schon langsam so, dass. Warte. Dass die hier halt. Wie viel HP hat der? Hm. 27 Oktillionen. Was? Ja. So ziemlich viel. Ja, und du machst dann halt jetzt so, ich mach so 353 Oktillionen Damage pro Klick. Oh Mann. Wie Cookie-Clicker oder sowas. Ja, genau sowas. Ja, und du kriegst halt immer mehr Damage per Second und so. So ein kleines Spielchen nebenbei. Ja, kenne ich. Zur Klausurzeit ist es halt immer super. Nun gut. So, SC ist wieder ready. Nein. Oh ja, wow. Owl hat noch eine FK. Und ja. War eben nur lustig, so wie SD antwortet. So, okay, wie ist der Status? Das ist back to TS, starting Dota, reconnecting to Dota, his PC crashed. Wenn das nicht alles gleichzeitig kommen würde, würde ich dann denken, oh oh. Wenn das in temporaler Reihenfolge wäre. Eieiei. Aber alrighty. Hast du denn einen Favoriten hier in dem Spiel? Würdest du jetzt schon sagen, dass irgendjemand einen Vorteil hat? Definitiv die Owls, die haben Patch gepickt und CK. Okay. Hat sich schon gewonnen. Ich bin halt für die, weil ich mag CK. Ich finde CK ist sehr underrated. Kann ich zum Teil nachvollziehen. Ja. Und allerdings kriege ich bei dem CK-Spieler ein bisschen das Grauen. Aber sonst, ja. Ich das schon. Ich bin ja selbst kein CK-Spieler. Oh, knapper Hock. War sehr, sehr knapp. So, Patch Blink. Wahrscheinlich 2100 noch. 15 Sekunden. Jetzt. Und Blink. Yay, Blink Patch. Oh, und wir haben einen Bane, der stirbt. Ja, genau, Foxer. Erstmal noch ein Wraith King. Erstmal noch. Mana, weil jetzt Wraith King hat mehr so viel Mana. Das muss man mal schön reinmatchen. So, Blinkpatch, dann bin ich mal gespannt, wann das dann so online kommt hier. Blinkpatch mit DD. Das wird immer besser. Geil. So, und jetzt wird einfach jemanden hochhocken und töten. Ja. Ja, 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 los, 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 das schaffst du. Geduld. Geduld, ja, ja, das ist super, das ist super. Yo, er hat da jemanden, sehr schön. Und irgendwie läuft das nicht so gut, wie man hätte denken. Jetzt kommt das CK-Ulti auf Level 1. Und ja, das läuft ja schon anders hier. Bane stirbt, dafür aber drei Leute von denen, plus eventuell noch der Brewmaster. So ich den Patch kenne, wird das. Okay. Den Brewmaster macht das safe. Und holen ihn schnell auf. Die Kask fliegt tatsächlich noch, aber. Brewmaster holt sich den Witchdoktor, der doch ein bisschen zu nah dran war. Es könnte jetzt sein, dass die overcommitten. Wo ist der Silencer? Kein TP. Kein Gold für TP und farmt lieber weiter. Das wäre die perfekte Gelegenheit, um da reinzugehen und ein bisschen aufzuräumen.
Ja, der Silence Red hat aber ziemlich schlechten Farm erstaunlicherweise. Eigentlich hat er guten Farm. Oh, ich dachte irgendwie, das Game geht schon um einiges länger. Der muss halt jetzt unbedingt sein Agar farmen. Ja, hat der noch stimmt. Was im Kurier? Ah, der hat noch einen Ugly Club und Point Booster im Kurier. Das ja, das ist schon richtig weit. Ja, den braucht er auf jeden Fall noch. 900 Gold, dann können die um einiges besser fighten. Das stimmt. Währenddessen versuche ich gerade krampfhaft die letzten Level in Clicker Heroes zu machen. Ja. Das läuft nicht immer. Schön, dass du genauso enthusiastisch weißt. Hook auf Razor. Oh scheiße, das Plugin ist abgestürzt. Und Razor belebt das tatsächlich. Nice Razor. Und ja, jetzt ist er natürlich nah genug dran, um Eye of the Storm noch den Down zu bringen. Pech für Owl hier. Ich hab nur irgendwie 30 Sekunden verloren, ich hab nochmal Glück gehabt. Und Razor geht auch Agas first. Hm. Keine Ahnung, eventuell wäre das ein gutes BKB-Game hier. Also, ja, Fiendscript und Patch nicht, aber der Rest sollte eigentlich relativ gut sein. Naja, mal schauen, ob sie im Smog hier irgendwas bekommen. Sieht nicht danach aus, dass irgendwie mit den Silencer gerade gehen will. Somit erstmal nichts. Seacape hat noch ein 300 Gold sein BKB fertig. Und Patch ist on the hand. Werden hier aber, ja, wird erstmal nichts finden. Derweil, SD können zu zweit schön den Bottom Tower pressuren. Mal schauen, ob da Owl rechtzeitig dafür da ist. Das scheint nicht der Fall zu sein. Razor kriegt den Tower. Jetzt kriegt Patch oben Verstärkung. Agas ist fertig für Silencer. Das kommt aber auch erst geflogen. Und dann BKW ist auch fertig. Hier kommen die Items rein. Ich glaube, jetzt gibt es ein bisschen. Jetzt gibt es schöne Bashs. Schön auf die Fresse. Aber SD hat doch keine Lust, wahrscheinlich da reinzugehen. CNC, okay, ist schon 2, außerdem relativ tanky, die können wir eh nicht holen. Tja, was macht SD stattdessen? Sehen hier den Bane, den sie nicht sehen. Und ein Sandwich kommt von Owl. Smoke ist geplaced. Schöner Silencer als erstes, aber Silencer ist da mittendrin. Kriegen hier den Silence raus und müssen jetzt hier erstmal weglaufen. Kriegen tatsächlich den. Oh, sie kriegen gerade so den Tidehunter down. Oh, aber die BKB. Hätte er eigentlich. Oh, nice. Patsch kriegt sogar noch den Silencer. Jetzt stirbt der Witcher, aber jetzt kommt der Primal Split. Trifft aber nur den BKB CK. Die anderen beiden werden jetzt einfach rauslaufen. Jetzt kommt aber der Tornado und wieder gepurged. Der Stun vom Brewmaster ist jetzt wieder ready und der ist tot. Und der ist aber tot, die ja. Anderen beiden müssten jetzt rauskommen dafür. Ja, 3 zu 2 immer in der Trade. Ja. Relativ gut für SD. Support Carry für Carry, Support und Offlaner. Da leben noch 2 Patches. Eine Patch überbringt nur Items. Hm. Ja. Na gut, dass Silencer dann auch noch gestorben ist. Ansonsten wäre das richtig miserabel gelaufen für Owl. Aber es ist schön, dass es immer gleich bleibt. Wir haben hier 22 zu 21. Und auch Brewmaster hat bald sein Agas fertig. Dicht gefolgt von Razor, der in 800 Gold mehr seinen Agas fertig hat. Und Horst noch. Und schönes Ulti. Schönes Ulti und jetzt versuchen sie wegzukommen. Wraith King wird noch den Slow machen. Wraith King hat auch einen Blink. Oh, schafft es aber nicht rechtzeitig, den rauszuholen. Also, 2 zu 0. Das war nix. Der Tower wird auch denied. Mensch. Ja, das lief nicht so, wie sich die Leute das gedacht hatten. Razor hat 100 Gold seinen Agas und Brewmaster wurde, ja, hatte kurz seinen Agar fertig, aber hat jetzt wieder Gold verloren. Damit wieder zurück. Smoke für Patch und für Bane. Könnten hier eventuell ins Gareth Mage treffen und ja, haben hier die Ward und kommen rechtzeitig hin. Razor und
Oh Gott, Insta-Kill. Schön gemacht. Kriegen auf den oberen Tower. Und gehen sinnvollerweise direkt zurück. Allerdings könnte SD hier noch was bekommen. Wenn Sie sehen, dass sie da unten stehen, ja, also sie haben eine Ward. Das Stun kommt drauf auf Patch und das sollte ein easy Kill sein erstmal. Die Frage ist, ob er sich hinein kann. Nein, kann er nicht. CK steht da oben. Oh, Witch Doctor ist vielleicht ein bisschen weit vorne da. Stun zu überleppen, aber erstmal egal für ihn. Blink, Clap, tot. Weiter sollten sie allerdings nicht gehen. So, niemals diesmal wieder 2:0 der Trade umgekehrt. Aber die haben dafür den Tau bekommen. Razor farmt weiter unten, hat jetzt eine Agarim-Ulti genau fertig gemacht und macht das natürlich schön an, um den Tower zu killen. Beziehungsweise schafft es nicht ganz daran zu kommen, aber jetzt schafft es. Und könnte sie hier vielleicht sogar bleiben. Ah ne. Bane kommt als erstes, Fiend's Grip. 3 Sekunden Stun. Und Kill. Das war nix. Hat den Tower bekommen, das war es wohl wert. Aber kam da halt nicht rechtzeitig weg. Hätte eventuell mit dem TP. Er ist weg knapp gewesen. Eventuell hätte er direkt, wo das TP kam, hätte er schon. Was ist schöner. Schöne BOTs für den Patch. Oh ja. Wenn er den bekommt, aber den bekommt er da. Er wird dafür sterben. Vielleicht nicht. Dafür stirbt er sich sogar noch. Oh, schade, das war. Ja, hätte er den dann noch bekommen, das wäre richtig gute Plays gewesen. 25. Das ist Aga für den Brewmaster fertig. Es gibt auch noch ein bisschen Damage Increase. Aganims Gaming ist auf der Dire-Seite angesagt. Oh ja. Fast alle T1 Tower sind down. Es ist ein richtig, richtig knappes Game. Und wir können uns mal eine Pause gönnen. Ja, der hat man sonst nicht so lange. Aber diesmal von den Owls. Mittlerweile kann ich aber noch schnell meine Heroes upgraden. Das trifft sich gut. Alle noch upgraden, bevor ich pennen gehe, weil die machen noch was, wenn ich offline bin. Okay, wir haben eine Pause. Worüber anders? Als Finus Click Game können wir reden. Können darüber reden, dass SD gerade ein bisschen im Farm doch weiter vorne gekommen ist. Obwohl die Kids gleich sind, im Farm weiter vorne sind. Das sieht man im Networth und ein bisschen in der XP. Können dann Items sehen, die jetzt langsam Owls Core Items draußen. Blink BOTs für Patch. BKB für Chaos Knight. Blink für Tide Hunter. Und ja, das war's. Das sind so die Core Items. Aber für SD, Aghanims. Aghanims. Da sind Aghanims ist ein cooles Item. Ja, kann man nie genug von haben. Nämlich eins. Und das Game zieht sich und das zieht sich. Müde. Tja. Muss noch mindestens 12 Minuten warten. Kann ich mein DPS nochmal verdoppeln. Wir müssen noch mindestens ein paar Minuten warten, bis das Game hier beendet ist. Und wenn SD weiterhin die Führung ausbaut, die sie mit dem Farm haben, könnte das eventuell noch ein Game 3 werden. Was ist denn das Doppelte von 1,05? 2,1. Ja, auch so, aber... Ich rechne es vielleicht zu sich hin nochmal nach, aber das. oh, da müssen wir hier mal. Ja. Aber das kann nicht stimmen eigentlich. Du musst hier ins Game gucken, Mann, das war super. SD hatte einen Ward hier oben, hatte gesehen, dass sie gesmoked haben und Brewmaster springt halt einfach mal YOLO mitten in die gesmokten Heroes rein und macht Ulti. Ja, aber wenn ich jetzt mein DPS mal 1,05 nehmen würde, diesen Effekt dann verdopple, wären das 2,1, das wäre völlig so OP. Schön, wenn du das nicht so noch besser guckst. Meanwhile, SD nimmt den T2 Tower mit dem Razor Ulti. Wir holen erstmal den Titan, der versucht noch den Kurier zu killen, wird aber nicht.
Tidehunter? Tidehunter ist tot. Ja, also du bist noch ein bisschen im Delay. Ey, was? Ich bin noch nicht gekillt. Oder? Ach, ich bin gar nicht live! Ha. Ah! Eieiei, dass mir das niemand sagt. Tja. Mit der Pause? Ja, aber ich hab vergessen, auf Go Live zu drücken. Vielleicht bin ich nochmal zurückgegangen. Aber ich kriege jetzt hier sogar noch den Bane, die Castle bounced leider zurück in die Creeps. Das war ein bisschen bitter. Wir kriegen hier auch den zweiten T2-Tower, aber das könnte eventuell. Aber jetzt wird gefightet. Silence ist nicht ready, weil er tot ist. Und jetzt kommt der Death Ward, der einiges an Damage macht. Er wird noch unterbrochen, aber. Meanwhile, Razor wird wahrscheinlich down gehen. 4 Sekunden dann. Okay, ja, das sollte es beenden. Andererseits hat er auch noch relativ... Ja, jetzt kommt das tatsächlich weg. Weil Link und das Ulti war noch an. Chasen ihn noch mit 3 Leuten, aber es sieht so aus, als ob er wegkommen wird. Die Idee ruhen unten, das könnte sich der Razor noch vorbeikommen. Nee, Bottle hat er nicht mehr. Jetzt zählen sie wieder da. 15 Sekunden bis Ulti. Meanwhile kriegt es die Radiant den Tower. Ohne Gegenwehr und ohne Deny. Das ist nicht so toll. Aber egal. Okay, ja, das hat den Grafen natürlich ein bisschen weiter runtergebracht. 10.000 jetzt tatsächlich. Fühlt sich nicht so an, 27 zu 29. Aber wenn SD einmal das Momentum bekommt, dann können sie es auf jeden Fall durchbekommen. Eben der Fight war auch noch relativ knapp, wenn er der Silencer gewesen wäre, der das Ulti angemacht hätte. Wenn er noch am Leben wäre, dann wäre der Fight durchaus anders ausgegangen. Und oben Fiend's Grip auf Silencer. Und schon wieder ist der Silencer dran. TPs kommen, sollten aber zu spät sein. Und mit dem Pashok auf jeden Fall noch. Kriegt den Global Silence noch raus. Die Frage ist, ob sie turnen können. Sieht nicht so aus. Nee. Sind zu viert hier, aber kommen nicht hinterher. Haben noch schön Damage gemacht, dadurch, dass der Rod nicht disabled werden konnte, aber mehr war nicht drin. Ah, Titaner könnte hier down gehen. Blink ist nicht verfügbar. Gerade geblinkt. Wird das Ulti genutzt und Patch kommt rein. Ja, aber mit den geankersmashten Pandas dürfte das eigentlich keinen Schaden mehr machen. Ja, außerdem hätte ich das auch erwartet, dass der Patch den Schutz dafür, aber... Oh ja. So dumm, bei der Zeit wäre wahrscheinlich sowieso was gekommen. Ja, es hätten sehr wenig Chance zu turnen gehabt, aber sie haben halt nicht gesehen, dass SC halt auch noch Support bekommt. Somit traden sie 1 zu 0. Und auf jeden Fall, die BOTs rechnen sich auf jeden Fall vom Patch schon. Hat da doch einiges an Kills schon mitgemacht. Noch einiges an Bewegungen. Na, ich hätte jetzt erwartet, dass Renizzle die Bolts werfen könnte in der Regen-Rune. Aber es hat nicht ganz gereicht. Oder er hat nicht ganz genug aufgepasst, um die Arcane-Bolts weiterzuwerfen. Nichtsdestotrotz, Roshan für SD. Der erste Roshan dieses Spiels, weil ich es sehe. Und mal schauen, was sie damit so anfangen können. Mal schauen! Interessant ist auch, dass die Aegis zu Brewmaster geht. Ich hätte jetzt ja ehrlich gesagt eher an Silence erwartet, weil jetzt zum einen öfters gepickoffed wird, zum anderen ich Brewmaster. Ich hätte sie halt eindeutig Razor gegeben. Ja, gut, das Eye of the Storm geht halt weiter, ne? Ja. Dementsprechend, ja. Wollte schon sagen, Brewmaster's Transformation Heroes generell nicht so toll. Und. Naja. Wird man sehen, aber was mit der Aegis, ob er sie dann im Endeffekt noch braucht oder auch nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, er wird sie halt jetzt so benutzen, dass er einfach den Tower hitten wird. T3. Oder den T2 Top, ohne halt, dass er wirklich in Gefahr ist, weil er danach kriegt er halt auf jeden Fall den Brewmaster Ulti raus. Titan TP'd. Hat er richtig gemerkt, dass da doch einige Helden auf ihn zukommen. Hat Game Sense. Ja. Und hauptsächlich auch der Ward in der Rune. Game Sense. Vielleicht auch der Ward. Auf CZ wird hier die Aegis benutzen. Hat dafür eine Ravage gezogen, hat dafür einen Death Ward gezogen. Ist durchaus sinnvoll. Jetzt kommt der Silence.
Und jetzt chasen sie das. Ja, Scarlet Mädchens Ulti ist nichts, aber das einfach Storms noch ein bisschen an und macht noch ein bisschen Tower Damage. Und das könnte jetzt eventuell was dafür werden. Buyback-Status? Nein und nein. Somit 3 zu 5. Mal schauen, ob er hier einen Hook bekommt. Ja, kriegt den Razor sogar. Das ist viel, aber direkt Red King rein, direkt gestunt. Schön gemacht. Panda Split ist auch vorhanden. Chaos Knight kriegt nur den Red King zurück, der wiederkommt. Jetzt stirbt jetzt auch. Das könnte, sollte die erste Land of Rex sein. Patch kriegen sie auch noch, da er tatsächlich geblockt wird vom Wraith King und da nicht mehr rauskommt. Kriegen die erste Lane of Rex, mal schauen, ob es reicht. Im letzten Spiel hat es nicht gereicht. In diesem Spiel schauen wir mal. Auf jeden Fall brauchen sie doch relativ lange für 33 Minuten für diese eine Rex. Dass hier mit niemandem da, der Damage macht. Weil Razor weg ist. Und auf die nächste Lane und weitermachen. Wenn Razor wiederkommt, geht gar nicht auf Refresher, sondern auf Shivas. Auch gegen den Chaos Knight tatsächlich eine relativ gute Wahl. Und naja, Tower Damage haben sie schon. Das eine Razor Ulti reicht halt bisher aus. Scarith Mage hat hier ein Oils gebaut, was ich sehr überraschend finde. Wenn Vino irgendwann wieder da ist, oder wenn er Lust hat, was ja, zu sagen. Ja, ich bin da. Okay. Was hältst du von einem Oils Scepter auf einem Skywrath Mage? Hat er gemacht, damit er die Channeling Abilities canceln kann. Okay. Ja. Ja, keine Ahnung, gut. Slows haben sie einigermaßen nicht. Ja, doch. Ja. Clap und Concussive Shot. Okay. Und der Doppel-Blue-Split ist vor dem Doppel-Razor-Ulti an. Online. Ja, mal schauen. 34 Minuten Agas Refresher ist okay. Mal schauen, wer hier die Initiation bekommt. Oh, okay, Brewmaster bekommt die Initiation mit der Invis-Rune. Butts, Clap und direkt raus. Den nächsten könnten sie eventuell auch noch bekommen. Kriegen hier einen Witch Doctor, der das Ganze versucht zu juken. Und es erfolgreich schafft, das Ding in den Bäumen zu juken. Oh man. Man möchte meinen, hier so ein Brewmaster findet den. Aber ne. Jetzt ist alles draußen und wow, geht der Razor down. Oh mein Gott. Kriegt nicht mehr seinen Mecker benutzt. Hat er das jetzt gebraucht? Jetzt kommt der Double Silence. Ja, jetzt kommt der Double Silence, macht aber ein bisschen schlechtes Timing, weil die eigentlich sowieso nicht fighten wollten. Ja, aber... Oh, und jetzt hast du Razor. Ein Desaster. Ein Desaster, ja, geht so. Sie haben bisher nur einen Razor verloren. Ach, vielleicht und Fox hat den Weg vorwärts und holt sich nach dem Titan, da, okay. Dann ist es vielleicht doch kein Desaster. Ja, und juckt hier schön den Hook. Oh, die haben ja Top Rex schon verloren. Och, Vino, wo bist du eigentlich gerade? Ja, na dann. Oh, jetzt kommen die ganzen TPs, Titan. Jetzt kommt TPs. Hat aber keine Ravage. Der Smurfen Bird. Nein, Smurfen Bird. Nein, warum macht der den Oil-Zip auf sich selber? Was ist das für ein Support? Das war nix. Oh mein Gott, Smurfen Bird. Hätte er tatsächlich das Oil-Zip auf den Patch gemacht, dann wären sie alle weggekommen. Das ist tatsächlich, glaube ich, gerade am Skywrath-Mage, dass er seine zwei Carries da sterben lassen hat. Nun gut, Rex stehen immer noch in der Mitte. Irgendwie so, ne? Nun gut. Brewmaster geht erstmal back to base. Muss mal die Bottle auffüllen. Und hätte vielleicht noch ein TP mitnehmen können. Aber vielleicht. TPs werden überbewertet, hey. Braucht man ja nicht. Aber Akul hat zwei, vielleicht gibt er ihm einmal ab. Nee. Er hat bestimmt gesehen, dass er kein TP hat und wird jetzt das ändern. Na, egal. Egal. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Das merkt man doch. Hui!
Totenwirbel. Oh, das könnte jetzt in der Mitte natürlich übel für die werden. Ja, oh, das sieht nicht so toll aus. Das Scarlet Mage Ulti daneben. Aber Patsch stirbt. Egal. War das gerade ein Surround? Weiß nicht. Glaube ich, ein ziemlich guter Surround. Oder ist er einfach so stehen geblieben, weil er wusste, dass er nichts mehr kann. Und weiter die Midlane. Razor Ulti ist leider schon raus, Festi. Dann müssen sie mit ihren Fäusten die Rex machen. Doppelballback. Und jupp, 180 Grad Drehung und weg. Definitiv die richtige Entscheidung. Und Smoke und... Roshan noch nicht. Aber auch einfach mal gucken, was es gibt. Hart ist jetzt auf dem Chaos Knight fertig. BKB Hart. Ja, das ist einiges. Das... that was awkward. Guckt sie einfach den Patsch an und bleibt kurz stehen. Macht dann sein Schiefer und Patsch blickt halt weg. Okay, kann man machen. Aber das sieht jetzt in der Mitte nach einem relativ einfachen Double Kill aus. Ja, er wird ja, das noch war extrem dunkel. Wahrscheinlich auf Game. Ja, weiß ich nicht. Ja, doch, weil die haben beide kein Buyback. Ja, Rexen ist wahrscheinlich, also Rexen ist auf jeden Fall. Aber wir haben noch einen Patsch und einen CK. Und eine Ravage. Die sich jetzt erstmal direkt den Silencer snacken. Du machst halt dann auch nichts mehr, kann auch ein bisschen. Wir haben halt keine Antwort gegen diesen CK. Ja, und Batz. Okay. Es ist so übel. Triple Kill. Tötet alle nacheinander, dabei hat er nur eine BKB, Hard und Run. Ja, aber musst du jetzt sagen, wenn Razer da drin gewesen wäre, hätten sie zumindest die Rex bekommen. Nichtsdestotrotz. Weiß ich noch nicht mal, weil die Ulti halt auf die CK lief meistens. Ich glaube, die haben weniger HP als die Rex. Ja, gut, das stimmt. Das stimmt natürlich, aber sie hätten vielleicht vorher das Damage gehabt. Auf jeden Fall haben sie hier. Ja, mal gucken, ob man den Blink richtig setzt. Aber jetzt mal kurz. Game Sensor? Nee. Okay, wäre auch zu cool. Und wird dann noch gescoutet. Ja. Owl kriegt auf jeden Fall hier die nötige Herauszögerung, die sie brauchen. Der Seeker hat nämlich noch einiges an Platz, um ein bisschen noch zu wachsen. Drums, Yasha. Hier ist prinzipiell gerade 3 slotted. Von daher haben sie da auf jeden Fall noch Platz. Patsch kann immer noch besser werden, hat jetzt Battle sein erstes BKB fertig. Titan, da geht auch auf den BKB. Somit ist da doch noch einiges offen. Razer übernimmt zwar so langsam die Last Hit Charts auf jeden Fall komplett, aber haben hier einen Patch, haben Sentry Wards, aber werden sie wohl nicht splacen. Sind allerdings auch jetzt alle drin. Und, oh, Silence auf den Chaos Knight, ohne Chaos Bolt rauszubekommen. Das ist bitter. Bane geht hier down. Global Silence wird direkt gezündet, nachdem der Fiendscript zu Ende war. Und das geht, ups, den Bauch runter. Patch stirbt jetzt auch relativ schnell. Und relativ, meine ich, instant. 5800 Gold für den Razer. Und weiterhin geht's wieder in die Mitte. Buybacks sind für den CK nicht vorhanden, für den Patch nicht vorhanden. Das werden jetzt auf jeden Fall die Rex werden. Denn ich glaube, ein Tidehunter ohne Ravage und ein Witch Doctor alleine können das nicht halten. Oh ja. Vielleicht wirklich diesmal Game, weil der CK hat kein Buyback. Genau. Diesmal ist es Rex und wahrscheinlich werden sie jetzt mit allen Leuten nach unten gehen. Nee. Doch. Gehen noch nicht nach unten. Gehen immer noch nicht nach unten. Jetzt gehen sie so langsam nach unten. Okay. Entscheidungsfindung war noch nie so sonderlich schnell. Bonk, bonk, bonk. Oh, jetzt kommt der Und jetzt Doppel-Ulti und ja. Der Tide wird ja sterben. Der Tide stirbt allein schon, nur weil er rangeht, ja. Na gut, das ist GG und wir gehen in Game 3. Das ist doch mal schön. Ist ja auch erst halb 12. An einem Werktag. Aber hey. Team Vibe. Vielleicht wird Chaos nicht immer reingehen. Aber das ist auf jeden Fall vorbei. Doppel-Ulti ist jetzt abgelaufen. CK geht rein.
gekriegt. Oh, hat keinen kleinen noch Cooldown auf sein Ulti. Oder er hat das gemacht und sie sind direkt gestorben. Keine Ahnung, irgendwas war da komisch. Aber Game 3 zwischen SD und Owl. Und trägt es easy. Ich glaube, Spinnert hat Spaß. Unmannered as fuck. Unmannered as fuck, aber das war diesmal, das würde ich jetzt mal als Spaß bezeichnen. Easy Vocalment. Ja. Dafür werden sie das dritte auf die Fresse kriegen. Das kann durchaus passieren. Weil zugegeben, es war relativ greedy hier. Von Owl. Na gut. Wir gehen in Spiel 3 und schauen mal, wie das aussieht. Wenn die Lobby dann beginnt.